Willkommen zurück hier bei den McDucks, bei Dagobert, bei den Jungs. Und ja, ich würde mal sagen, wir gehen jetzt mal wieder auf Schatzsuche. Bist du bereit? Ich bin bereit. Ich bin bereit. Und deswegen gehe ich jetzt an den Supercomputer und ich würde einfach mal vorschlagen, dass wir einfach mal in die afrikanischen Minen reisen. Beziehungsweise zu den afrikanischen Minen, in die afrikanischen Minen. Minen, keine Ahnung, whatever, scheiß drauf. Hin da, los, sofort. Stante Pede, wie Onkel Dagobert jetzt sagen würde. At the center of the earth. What treasure do you think you'll find there, Uncle Scrooge? Only the largest gem known to history, the giant diamond of the inner earth. Quack, der Bruchpilot, der flieht uns überall hin. Yay. Daniel Düsentrieb, ein alter Bekannter aus meiner Kindheit und ich hoffe auch aus eurer Kindheit. Gyro, I thought you said this winch was brand new. It was. It's an unbreakable diamond tether, Mr. McDuck. I made it myself. So long as you didn't use any of my diamonds to do the job. What's all this hullabaloo? Your lunch break isn't for 2 hours yet. We heard voices down there, Mr. McDuck. Strange, ghostly voices. Nonsense. There aren't any voices down there. Whatever you say, Mr. McDuck. But your mine is haunted. You finish digging it. Ugh, you want anything done, you've got to do it yourself. And believe me, if I hear voices down there, I'll give them a good talking to. Now you stay here, boys. I'm going to get to the bottom of this. The rock bottom, Mr. McDuck. This mine shaft goes down for miles. Tja, liebe Freunde, da würde ich einfach mal sagen, da streiken die Minenarbeiter doch einfach mal. Da hat der Onkel Dagobert den Streik im Hals. Naja, scheiß drauf, dann nehmen wir halt die Spitzhacke selbst in die Hand und schürfen selbst nach dem Diamanten, den wir suchen. Kein Ding für uns hier. Oh. So, erst die Kiste. Dann die Kiste. Und zu guter Letzt die Kiste. Nice. This old lift won't budge, Uncle Scrooge. Looks like the key's missing. You don't think the ghost ran off with it, do you? Look, if I hear one more word about this mine being haunted, I'll start haunting it myself. Wo müssen wir denn eigentlich hin? Okay. Erstmal hier ganz nach rechts. Scheiß Fledermaus. So, und dieses schleimige Etwas. Ah, nice. Jetzt haben wir hier wieder die Superpower. Die Superpower. Die Superpower. Spürt die Superpower. Und das sieht mir doch schon nach der Kiste aus, die wir suchen. Erstmal den Diamanten hier abgreifen. So. Mein Gott, der Schlüssel. Wie kann das sein? Ich dachte, der wurde von Geistern. Der ist von... Oh mein Gott, die... Scheiß Fledermaus lebt ja wieder. Au, au, au. So, dann wollen wir doch gleich mal hier das Ding anschmeißen. Nein, aber eine mysteriöse Kiste, von der keiner weiß, wie sie da hingekommen ist. Something must have cut the tether line and broke the winch and scared away those workers. I'll tell you what scared them away. Overactive imaginations. I'm not about to let a bunch of silly superstitions stand between me and the giant diamond of the inner earth. Now, man the controls and load away, lads! Oder natürlich wäre auch zu niedriger Lohn möglich, denn wie wir wissen, was ich bereits in der ersten Folge sagte, ist der gute Onkel Scrooge ein kleiner Geizkragen. Oh, ein Geheimgang. Ich gucke aber erstmal nach rechts.
Ist der Onkel Scrooge ein alter Geizkragen? Das würde mich nicht wundern, wenn seine Arbeiter unterbezahlt sind. Oh mein Gott, Frieda. What are you doing here? I thought you might get hungry, Mr. McDuck. So I baked you a little something. Oh, das ist aber sehr reizend von Ihnen, Frieda. If you'll pardon the expression. Huh, of course. But I'll find my own way out, thank you very much. Na dann, hau rein. Da blubbert was. Oh mein Gott. Da kommen ja Sachen raus. Ha! Kisten! Nice! Dann mal zurück zu unserem eigentlichen Missionsziel. So. Ja, wir müssen da auf jeden Fall runter hier jetzt. Beziehungsweise ist hier noch der Geheimgang. Dann guck ich hier mal kurz durch. Oh, eine super Kiste! Wir haben ein viertes Herz bekommen! Nice! Das ist ja mal mega nice. Ist hier wieder noch ein Geheimgang? Nee. Beziehungsweise war der Geheimgang ja auch irgendwie... Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ah, fail. So, jetzt aber. Jetzt weiß ich, was auf mich zukommt hier. Ah. 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 Shit. So, okay. Alles cool. Kommt noch was raus? Nein, leider nicht. Dann gehe ich doch mal hoch. Rauf da, Dagobert! Waka, waka, it's a treasure! Oh, it's a treasure. Hm. Oh mein Gott, nein, nein. Warum? Lauf, lauf, lauf. Oh mein Gott, lauf, lauf. Oh. Hüpf. Holy shit. So, na, langsam kommen wir hier in wässrige Gebiete, habe ich das Gefühl. Wow, das sind wieder die Jump-Teile. Bam, auf die Rübe. So, 1, 2. Weg mit der Fledermaus und weiter geht's. Ach, wusste ich doch, dass hier wieder eine Kiste kommt, wo man hier rauf kann, damit man sich die andere Kiste hier oben unter den Nagel reißen kann. Na, gleich nochmal Leben, aber das hätten wir jetzt nicht gebraucht, aber scheiß drauf. Ich will mich ja nicht beschweren. Oh, das war knapp eben. Würde ich mal sagen, weiter nach unten. Hui, klatsch. Ich wusste es. Ich wusste es. Oh, shit. So, noch fix die meisten Diamanten eingesammelt und Jump! Oh, schade, das hat die Pflanze nicht mit zerrissen. Oh, und sogar zwei. Oh, das war knapp. Ja, dann machen wir mal wieder eine kleine Talfahrt, würde ich mal sagen. Hui!
madness. Hui. Hui. Oh, Ducken. Oh, nein! Nein! Scheiße! Egal, nochmal. Nochmal. Ist ja nicht schlimm. Dann können wir nicht nochmal die restlichen Diamanten einsammeln. Denn ich glaube, die werden gespeichert, die ich schon eingesammelt habe, wenn ich drauf gehe. Oh, nice. Sogar den oberen bekommen. Oh, okay, so geht's auch. Holy shit, was ist das für ein Zeug? What the hell is going on here? Now what in the world do you suppose those are? Okay, es sind Bälle. Boys, did I not tell you to stay with Gyro? Well, we, Oh, I'm disappointed in you lads. It's dangerous down here. We just wanted to help Uncle Scrooge. Yeah. Hush, lads. Did you hear that? Wackaroony! Those must be the voices that murdered Die Stimmen in meinem Kopf. You boys, go back the way you came. This is no place for children. Yes, Abmarsch, Kinder. So. Ja, dann wollen wir mal den Stimmen auf den Grund gehen. Da ist wieder eine Packpflanze. Mein Diamant. Ha! Damit hat die Pflanze nicht gerechnet. So, und die Kiste hier oben ist auch noch. Ah, neben, obwohl wir es gerade gar nicht brauchen, aber scheiß drauf. Ah, ein Diamant, ein roter Diamant. Vor allen Dingen. Okay, da sind wieder diese Blubberteile. Oh Gott, da bin ich fast über den Abgrund ins Wasser gesprungen. Hey! Ah, Gott! Des Willen! Meine Fresse! So, runter da! Oh, hier ist ein Fledermaus. Okay, hier ist noch eine Kiste. Wobei ich mich darum ja gar nicht kümmern muss. Ich kann hier gleich weiterklettern. Oh, shit! Hätte ich einen Pogo-Sprung machen müssen. Und die Kiste, Yepiu. Nein, die hat mich. Sie hat mich. Aber die Fledermaus kriegt mich nicht. Oh, eine Torte, nice. Genau zur rechten Zeit dieses Mal. Und wir sind unmittelbar vom Bossraum, liebe Freunde. Komm her, du Scheißvieh. Das war wieder unnötig. Das war noch unnötiger. Und wir stürzen ab in die Tiefe zu den komischen Viechern, Bällenviechern. Und damit wären wir auch schon wieder im Bossraum angekommen, liebe Leute. Der König von Terror. I forbid anyone to interfere with the great games. Great games? Stand back. You'll interfere with the role. Die Tribute von Terra Firma. You're disqualified for unsportsmanlike conduct and roll and crash interference. Now see here. I own this mine, and I won't be bossed around by an overblown fuzzball. Step aside. I've got work to do. Oh, so you're the one causing all the ruckus up above.
Well, I have heard enough. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Du Kranker. Was machst du? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh shit, oh shit. Nein, nein. Oh Gottes Willen. Jump. Oh, was geht ab? Oh mein Gott, der hat uns ja richtig hart weggefistet, Leute. Richtig hart weggeflankt hat der uns. Und dann komm mal her, du fetter König. Shit. Oh, das ist auch dumm. Boah. Komm schon, komm schon, komm schon. Noch einmal rüber. Na komm her hier. Oh, Mist, zu spät gesprungen. Verdammte Kiste noch eins. Was kommt jetzt? Nein! Oh Mann! Komm schon! Nein, nein, das gibt's doch gar nicht. Und nochmal den ganzen Spaß. Alter! Warum springt der denn nicht hoch genug, wenn ich den jetzt drücke? Verstehe ich nicht, du. Jetzt kommen die Bälle. Oh, Mist. Alter, warum springt er nicht hoch genug? Oh, das gibt's doch gar nicht hier, ey. Das wird wieder ein Fail, Leute, ich sag's euch. Ich sag's euch, Leute, das wird wieder ein Fail. Ja, Leben. Nein! Oh Mann, Alter! Diese scheiß Attacke, ne? Verpasst immer den Absprung. Wie man den Teilen ausweichen soll, ist mir auch noch ein Rätsel. Ne, wir haben es geschafft, Alter. Nice. Nice. Well, for starters, stop these infernal games. You're causing earthquakes, scaring off my workers, and ruining my equipment. It's now impossible to mine for diamonds. Diamonds? Aye, diamonds. Like this one, though the particular one I'm after is a fair bit bigger. Oh, you refer to garbage rocks. We have no use for garbage rocks. They're hard and sharp, and you can't roll on them at all. You don't say. tell you what, I'll do you a favor and haul away your garbage rocks, free of charge. Just keep the earthquakes to a minimum, all right? Agreed.
I am proud to announce that the Terrafermians hereby welcome your garbage rock mining operation. Here, you can start by getting rid of this one. Bless me, bagpipes. The giant diamond of the inner earth. Na, dann reißen wir uns den mal unter den Nagel hier. Level complete. Inhalt wird gespeichert. Bitte System nicht abschalten. Nice, Leute. Sehr schön. Und wie viel Cash haben wir gemacht? Ordentlich Cash, wie es mir scheint. Du hast gesammelt Riesendiamanten der inneren Erde. Was stand da? Keine Ahnung. Ich hab's nicht mehr gelesen. Scheiß drauf. Gee, Uncle Scrooge. You mean there weren't any ghosts down there after all? That's right, Louie. It's as I told you, boys. There's a rational explanation for everything. Yeah, a whole kingdom of underground creatures who cause earthquakes as part of a game is a completely rational explanation. Never mind, boys. The point is, we made it back with the giant diamond of the inner earth and gained an entire diamond mine in the process. Now, where to next, lads? Tja, liebe Freunde, wir haben die Fellknäuel, Kugeln, was auch immer, in den afrikanischen Minen bezogen und damit einen weiteren Schatz in unseren Besitz gebracht. Sehr nice. Und ja, ich würde sagen, die Schatzsuche setzen wir einfach in der nächsten Folge fort. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid beim nächsten Mal einfach wieder mit dabei. Bis dahin, Freunde. Ciao.